Geschwindigkeitsrausch, Carbon und Hightech. All das erlebten wir auf der legendären Rennsegeljacht der Glassjäger VO60. Die Glassjäger gewann 2002 unter dem Namen Ilbruck eins der härtesten Segelrennen der Welt, dem Volvo Ocean Race. Ihren Maximalspeed erreichte sie mit 39 Knoten unter dem Namen Ilbruck, das entspricht 72 km/h. Unter Deck war es sehr spartanisch. Überall Material, Technik und Carbon. Und die Toilette natürlich kardanisch gelagert. Wir segelten mit bis zu 580 Quadratmeter Segelfläche. Danke an alle Freunde für das tolle Geschenk und an Skipper Oliver Schmidt-Reiband und seinem Team für das geniale Erlebnis.